Habe ich schon länger nicht mehr gespielt, glaube ich, ne? Das ist noch der Spielstand von, ich glaube, vor ein Dreivierteljahr, als das Spiel halt in 1.0 rauskam. Habe ich dann schon länger nicht mehr gespielt. Ich glaube, die letzte Episode gibt es auch noch auf meinem YouTube-Channel. Aber ich habe mir wieder vorgenommen, keine Ahnung warum, aber ich hatte wieder Bock auf so einem Farming-Sim. Ich hatte erst überlegt, Stardew Valley wieder anzufangen und dann dachte ich mir so, nee, du hast doch hier noch Coral Island. Und Coral Island macht halt, sollte eigentlich auch wieder Bock. So, als erstes sollten wir wahrscheinlich mal die Blumen gießen hier. Aber ich habe letztens nämlich eine Mod für Stardew Valley gesehen, die dem so einen ganz coolen Look gegeben hat. Die sah halt sau cool aus. Aber generell Mods, was da alles möglich ist. Da gibt es zum Beispiel eine Mod für Baldur's Gate, wo du halt dein Charakter nach hier nach League of Legends Charakter war das, glaube ich. 100% sicher bin ich mir nicht. Ich habe ja nur dreimal League of Legends gespielt. Aber auf jeden Fall war da Jinx bei und ich meine auch Catherine. Dass die halt so vom Aussehen dort so generiert werden. Ich glaube, da gibt es auch Stats, die da zum Charakter passen dann. Natürlich kann man die dann auch wieder ändern. Und das sah halt schon so gut aus. Und da habe ich dann auch wieder Bock bekommen. Jo, Baldur's Gate, solltest du ja auch mal einen Run machen. Mal wieder. Du hast immer noch nicht Akt 1 beendet. Ach, nervig. Nervig. So. Ich würde ja gerne eigentlich meins hier vergrößern. Problem an der ganzen Sache ist, das ist noch ein Feld nicht gedingst. Man sieht ja jetzt schon, das kostet mich schon über die Hälfte der Ausdauer. Von daher wird das keinen Sinn machen, mich hier feldtechnisch zu vergrößern. Außer, falsche Taste. Wieso ist B und C das gleiche? Ich gehe jetzt einfach hier hin. Nee, hier hin. Außer, wir können hier die hier ein bisschen häufiger herstellen. Dafür brauchen wir Schrott, silberner Seetang und Bronze Seetang. Und ich glaube, das silberne Seetang, der war das Problem. Ich bin nämlich sehr, sehr viel tauchen gegangen. Aber der silberne Seetang ist sehr selten. Anscheinend. Auf jeden Fall in den Gebieten, die ich jetzt noch da bin. Und da haben wir nämlich momentan das Problem. Sehr viel Energie wird schon hier reingesteckt. Das heißt, wir müssen definitiv mehr Riegel produzieren. Wobei wir auch, wir haben ja auch ein paar alle. Ich würde auch sagen, wir gehen heute definitiv wieder tauchen. Solange wir können. So, let's go. Gibt es irgendwas Spezielles, was du bei Stardew Valley gerade machst? Oder ist das einfach nur just for fun, einen alten Spielstand? Bist du jemand, der dann auch so einen Spielstand so extrem lange zockt und nur diesen einen verfeinert? Natürlich hat man dann noch kleinere, aber bist ja auch eher Variety-Gamer. Ich hätte mich natürlich auch hierhin teleportieren können. Naja. Weil das ist eigentlich so eine Sache, die ich dann bei... Ich spiele gerade gemoddet, den will ich jetzt lange spielen, okay. Wenn ich so manche Minecraft-Welten sehe oder Stardew Valley-Welten, da kriegt man schon richtig Bock, das selber so eine Welt zu haben, wo man halt ewig arbeiten können. Tö. So. Wir müssen, ich weiß gar nicht, wo, wie, was hier gerade los ist. Wir müssen auf jeden Fall die hier irgendwie aktivieren. Ich weiß aber nicht, für was, um ehrlich zu sein. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Wir müssen sowieso wahrscheinlich den ganzen Müll hier wegpacken. Ach, das ist Ernten. Wow, clever. Jo. Ich wette, das wird auch irgendwann so ein Ziel sein, den kompletten Müll hier wegzupacken. Aber irgendwann wird man hoffentlich mal Hilfe bekommen. Weil das die ganze Zeit selber zu machen, ist halt
so nervig. Eine nervige Angelegenheit. Wenn es hier nicht. Das ist halt sehr viel Müll. Irgendwann sollte man so einen Staubsauger-Roboter bekommen oder so. Das fände ich. Das wäre eine gute Sache. Mir das einfach machen. Das sollte man hier irgendwie einführen. Aber generell, ich habe wieder Bock auf so viele Spiele. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre so ein Single-Gameplayer. So diese Leute, die ja nur COD zocken oder nur League oder nur Dead by Daylight und so weiter oder so und so fort. Was? Nur ist jetzt... Was ist das hier? Ich muss mich natürlich auch wieder in dieses Spiel erstmal reinfinden. Das so nebenbei gesagt. Wenn ich sage nur, dann meine ich natürlich auch nur, dass sie dieses... Die haben dieses Main Game, was sie 90% der Zeit zocken. Natürlich werden nebenbei immer wieder mal kleinere Spiele oder andere Spiele gezockt. Aber trotzdem ist das ihr Anlaufpunkt Nummer 1. Und dieses so ein Spiel habe ich momentan nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es Wuthering Waves irgendwie werden könnte. Und vielleicht wird es das ja auch noch. Ich bin, wie gesagt, gar nicht weit in der Story. Und letzte Woche war halt auch einfach warm. Da hatte ich gar keinen Bock zu zocken, bin ich ganz ehrlich. Ach, cool. Na, welcher wird jetzt hier freigeräumt? Welcher ist es? Der in der Mitte. Na, wo gehst du hin? Wahrscheinlich irgendwo hin, wo ich erstmal wieder freischaufeln muss, ne? Ne? Nee. Doch. War doch klar. Natürlich wird nicht das freigemacht. Warum sollte es auch? Ugh. Nee, wirklich? Der Weg war blockiert? Ja. Obwohl, das kann ja immer noch sein, ich bin doof. Kommt ja jetzt das Ding und dann kommt so ein Strahl. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie hier nur nicht komplett frei wird. Was war denn auch nochmal mit den Schildkröten? Die muss ich jetzt natürlich auch nochmal frei machen, ne? Wahrscheinlich. Und wo kommt die silbernen Seetang? Wo bleibt der? Immer noch nicht hier, ne? Echt nervig. Den muss ich jetzt erstmal irgendwie... You don't understand what's being said. Habe ich auf Englisch gespielt? Nee, eigentlich nicht. Hä? Habe ich das jetzt nicht gespeichert? Anwenden. Ja. Jetzt kann ich sie nicht mehr... Okay, jetzt redet sie nicht mehr. Gut. Wir gehen eben hoch. Und schnabulieren noch mal ein bisschen. Aber die Mods verändern ganz schön viel. Ich habe eine riesige Farm-Map, die Stadt-Map ist verändert und viel größer. Es gibt neue NPCs, die Gebäude sehen anders aus. Ich habe eine gewisse Automatisierung drin und so weiter. Automatisierung gibt es ja auch drin. Also in Coral Island. Ah, das ist schon im Grundgame. So. Schon an. Ey, wir waren schon 6 Stunden unter Wasser. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Okay. Ich weiß gar nicht. Schwarzer Wehigo. Nein. So, wir müssen hier nämlich jetzt erstmal wieder sehr viel loswerden an Müll. Foreshadowing. Ey, was ist das denn? Das sieht ja cool aus. Das sieht echt cool aus, muss man ja mal sagen. Dass man das so foreshadowt.
Auch cool. Auch cool. So. Ob hier überhaupt irgend so ein Ding ist? Wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht nicht. Ich weiß gar nicht, wofür die Schildkröte gut ist. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Früher hat so eine Schildkröte, also als es noch im Early Access war, ja, den Weg versperrt. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, als ich diese Schildkröte oder eine Schildkröte im Käfig da gesehen habe. Oh, guck an. Haha, Pompomkrabbe. Du hörst mir. So, und du öffnest also den rechten. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier diese 20 Dinger gedingst haben muss. Korallenstellen geheilt haben muss. Damit das funktioniert. Und? Bist du jetzt frei? Zum Glück muss ich die Korallenstellen nicht vom Müll befreien, sondern nur vom Öl. Weil sonst wird das schwierig. Hui! Guck mal, da bin ich frei. Du hast von Gürtel silbernen Seetang erhalten. Cool. Da! Da haben sie mich getrollt. Aber hier ist ja nur einer. Wo ist eigentlich der 20. dann? Es muss ja noch einer da sein. Eigentlich, oder? Naja. Schade. Ich hatte gehofft, dass ich das irgendwie jetzt in der Schnelle schaffe, aber leider nein. Es wird auch schon dunkel. Ist wieder schon dunkel. Wo ist... Also ich hätte jetzt gedacht, dass wenn ich das hier dann fertig habe, dass hier eine Nummer 20 auftaucht. Also dass man dann 20 geschafft hat. Aber anscheinend nicht. Yay! Aber wir haben die 19 noch voll gemacht. Sehr gut. Die wird ja dann wahrscheinlich hier irgendwo rausgehen. Warte, warte. So. Perfekt, oder? Und hier hin. Perfekt. Von hier aus kamen wir. Da haben wir auch nochmal den, ne? Die Frage ist, wo ist jetzt... Da muss doch noch eine Nummer 20 irgendwo sein. Ich habe mich schon verlaufen. Weil irgendwo muss ja noch eine 20 sein. Cool, ich habe eine Schirmqualle. Viel zu viele Gebiete. Komplett den Überblick verloren. Ey, guck mal, wie sauber ich es hier gemacht habe. Nur wirklich einzelne Stellen. War auch nur so ein Rundding, aber trotzdem. Ich habe keine Ahnung, wo dieser letzte Punkt sein soll. Den würde ich nämlich gerne machen, bevor ich hier weitermache. Ich weiß gar nicht, wie spät wir es haben. Wahrscheinlich zu spät. Boah, 22 Uhr geht noch. Also mit richtig einstellen. Mal dahin und dann können wir noch mal kurz durch die Stadt gehen und ein paar Leute besuchen.
Guck mal, das wusste ich noch nicht mal. Wieso habe ich das nicht vorher ausprobiert? Mensch. So, hello, ist noch jemand auf den Beinen? Unwahrscheinlich. Ich laufe falsch, ne? Ich laufe richtig. Tatsächlich laufe ich richtig. Den Müll klauen. Weil die wissen das ja alle gar nicht zu schätzen, den Müll. Und nein, wir kommen nicht wie ein, wie ein Messi rüber. Warte mal. Das Totem der Legende steht offen, wenn man diesen schwirrenden Waren fängt. Achso, wir müssen da... Stimmt. Wir müssen ja erstmal, Tempeldinger wahrscheinlich da, dingsen, ne? Muss ich gleich mal, oder am nächsten Tag mal gucken. Was wir da alles für brauchen. Wann kriegen wir ein Tier und so weiter. Wir sind schon Ende Frühling, ne? Donnerstag, 25. Ich frag mich, wann die ganzen Sachen kommen. Ganz ehrlich, wann kommen die ganzen Sachen? Hier ist auch nochmal so ein Schnellreisepunkt. Okay, man muss natürlich mit den Schnellreisepunkten noch nicht übertreiben. Gegenstände spenden, okay, nur die Qualle. Ansonsten ist schon alles gespendet. Alles klar, gut. Dann gehen wir hier zurück, verkaufen ein paar Gegenstände und legen uns schon schlafen. Das war ein sehr aktiver Tag, würde ich behaupten. Okay. Ich weiß nicht, ob ich den nächsten Tag damit verbringen möchte. Nochmal sowas zu machen. Ich weiß nicht, wofür ich die Archenmuscheln brauche, aber ich behalte die einfach mal. Oh, cool. Ich behalte das einfach. Warum habe ich den Schrott hier reingepackt? Könnte nicht eher... Okay, ich habe keine Ordnung, wie ich gerade sehe. Doch, Pflanze. Aber warum ist Holz hier? Truhe. Einfach nur Truhe. Okay. Guck an. Wirklich 0,0 Plan. Was habe ich mir bei der Ordnung gedacht? So, die wollte ich nämlich jetzt hier so reinpacken. Nochmal einfach eine Truhe. Cool. Warum ich den Müll denn... Hm. Hier gehört Schrott rein, siehst du? Pazifische Auster. Ich verkaufe die doch. Was soll ich damit? So, kein Müll. Müll. So, und die tun damit, gehe ich dann am nächsten Tag zum Schmied. Wäre mal schön, wenn es regnen würde. So, wir haben 250 Korallen. Kannst du gerne mal wieder Stardew Valley spielen willst? Ich kann ich dir auch gerne das Modpack schicken. Mal schauen. Ich bin jetzt erstmal mit Coral Island dran. Ich möchte es auch gerne zu Ende spielen, glaube ich. Ja. So, ja, da wir Frühling haben, brauche ich hier auch jetzt nichts mehr neu pflanzen. Das ist das Gute. Bevor ich die Sachen aber hier alle verkaufe, werde ich natürlich erstmal gucken, ob wir die nicht brauchen für Türmchen, ne? So, schön, dass es heute geregnet hat. So. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal zu den Türmchen. Ich nenne es jetzt einfach Türmchen, obwohl es eigentlich ein Tempel ist. So. Ich weiß gar nicht, welchen müssen wir denn machen. Aber wir sollten dann auch anscheinend mal häufiger angeln. Toll. Ja. Und lass mich raten, hier kommen auch Muscheln rein, oder? Die Schirmqualle. Oh, nein! Gestern ist verkauft. Ich bin so doof.
Ach ja. Eine Gabe aus, um zu sehen, welche Gegenstände. Guck mal, hier haben wir einen. Nein! Die habe ich auch gestern verkauft! So dumm. Das Problem ist, das Spiel hat schon gespeichert, ne? Oh, jetzt brauche ich. Muss ich ein Jahr warten, um mir eine verdammte Steckrübe zu kriegen. Das ist ja so. Okay, es ist nur eine Königsbusche. Und eine amerikanische Aussah. Nicht die Aussah, die wir brauchen. Aber trotzdem. Och, das regt mich ja jetzt auf. Ja. Ja. Hätte ich mal. Oh Gott, ey. Hätte ich mal aus vergangenen Fehlern der Statuability-Zeit gelernt, ne? Aber nö. Warum sollte man aus Fehlern lernen? Macht ja gar keinen Sinn. Ist weg. So. Freitag, Samstag, Sonntag. Unwahrscheinlich, dass jetzt noch eine Steckrübe wächst, oder? Ja. Ah, wie ich Hallo! Ich wünschte, Mama hätte mir zum Geburtstag den Boy Detective Regenschirm geschenkt. Bin schon gespannt, was meine Mutter mir zum Geburtstag schenken wird. Ich hoffe, das neue Boy Detective T-Shirt. Hä? Gerade beschwerst du dich, dass du es nicht bekommen hast und jetzt wünschst du es dir? Das macht keinen Sinn. Das ist... Entschuldigung. Das ist langsam ein ziemlich kühler Regen. Ich sollte besser bald nach Hause gehen. Randy, habe ich den schon kennengelernt? Sam hat kaum noch Karotten. Ach nein, ich wollte welche in meinen Frühlingsfrittata geben. Ich habe sie mal ohne Karotten zubereitet. Schlechte Entscheidung, sage ich dir. Man schmeckt einfach, dass da etwas fehlt. Wer ist das? Nö. Randy? Guck mal, wir haben schon 3 Herzen mit Alice. Wuppitita. 2 Herzen mit Eva, 1 Herz mit Kenny, 2 Herzen mit Lea, 2 Herzen mit Lilly, 1 Herz mit Luke, 1 Herz mit Noah, 1 Herz mit Macy, 1 Herz mit Pablo, 1 Herz mit Raphael, 2 schon mit Scott, 1 mit Theo, 1 mit Surya und Suki 1 und dann hat noch Sarah und Yuri jeweils 1. Keine Ahnung. Ich wüsste aber auch jetzt nicht, wen ich hier als Romanzenpartner nehmen würde. Ich glaube eher, ja, Alice ist da schon ganz vorne mit dabei. Eva ist auch cool. Lily ist auch cool. Jugo ist auch cool. Es sind viele coole Charaktere dabei. Wieso laufen die Kinder hier ganz alleine rum? Und du bist Antonio. Im Frühling erhalten Einzelhändler wie ich die Kataloge mit den neuen Kleidungsstücken. Im Frühjahr und im Herbst eigentlich auch. Cool. So. Es ist geschlossen. Oh, weil wir noch 8.30 Uhr haben. Ich muss rein. Und nicht raus. Ne, Narzisse. Hallo. An meinem freien Tag mache ich erst Tai Chi und den Rest des Tages spaziere ich herum. Ich werde den Frühling vermissen. Ich freue mich gar nicht auf den heißen Sommer. Kann ich nachvollziehen, Frühling beste. Ich habe mir überlegt, meinen Bonsai-Garten in einen kleinen Obstgarten zu verwandeln, aber ich mag nur Mangos. Ich könnte wohl ein paar Mangobäume pflanzen. Aber ein Obstgarten mit nur einer Baumart wäre irgendwie langweilig. Okay. Warte. So. Ich habe ein Geschenk. Vielen Dank. Vielen Dank? Okay. Open. Oh, was ist denn jetzt los? Da wird geschritten. Da wird gesprochen. Und sie ist allein.
Wir müssen unbedingt die Cornflakes besorgen, die Archie so gern mag, Liebling. Wir haben nicht mehr viele davon. Vielleicht nimmst du gleich mehr, sie sind ja im Angebot. Mach ich. Du siehst. Ich denke, Yuri hat danach gefragt. Aber ich erinnere mich nicht mehr an die Marke, die sie mag. Ich kaufe ihr einfach diese und noch etwas Süßes, falls es die falschen sind. Streiten die? Bist du dir sicher, dass du den Preis für dieses Zimtschnitten nicht senken kannst? Du weißt doch, dass ich en gros für das Gasthaus einkaufe. Und nebenbei bemerkt, wohnst du dort? Wenn du vorhast, regelmäßig so viel davon zu kaufen, dann können wir bestimmt etwas ausmachen. Aber ich muss zuerst mit Sam darüber reden, damit auch sicher alles in Ordnung geht. Das klingt gut. Okay. Es ist diese Coziness, diese Heiterkeit, die es gibt, die sonst bei mir serientechnisch beispielsweise Modern Family aussieht. Ich weiß, es ist vielleicht einigen dann zu kitschig und so weiter, weil alles zu sehr auf Friede, Freude, Eierkuchen und so weiter ist, ne? So freundlich ist nicht die Welt und so weiter. Aber manchmal braucht man das halt! Diese Coziness einfach ganz pure Entspannung, nicht irgendein Drama. Ich meine, Anni hat wieder am Wochenende gestreamt. Natürlich entsteht da wieder Internetdrama. Und deswegen möchte ich hier in diesem Bereich kein Drama haben. So nämlich. Gott, das muss mal raus. Weil ich häufig auch solche Kommentare lese. Jetzt nicht bei mir. Da kriege ich nicht genug Kommentare. Aber, wo es dann heißt, so ja, dass diese Spiele eigentlich viel zu langweilig sind und so weiter. Das einzig gute Cozy Game ist Stardew Valley, bla 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 bla. Ja. Ich meine, falls man Cozy Games nicht mag, ist es ja völlig okay. Wobei man auch nochmal über den Begriff Cozy Game sprechen muss. Weil viele Sachen, Zelda, Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom ist kein Cozy Game. Es ist vielleicht ein, wie heißt es so schön, Zen Game, aber kein Cozy Game. So, hey, was machst du? Das gehört mir. Nein, ich hab's zuerst gesehen. Was redest du da? Ich bin zuerst durch diese Tür gegangen. Klar, das bist du vielleicht, aber ich war ganz sicher hier genau vor dem Regal und das vor dir. Ha, du und dein begütertes Damenbein. Niemals. Was? Begütertes? Du weißt, dass ich mich fit halte, indem ich mich um meine sehr gesunde und ertragreiche Farm kümmere. Nicht wie das, das du vor deinem Haus hast, wie auch immer du diesen Fleck Unkraut nennen willst. Okay, ich nehme es zurück, hier ist so nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Junge. sowas nennt man auch, Timing. Ja gut. Und da kommt der gute Sam mit, noch einer Packung, als hätte er nur eine. Und, da hätten wir das Friede, Freude, Eierkuchen wieder. Meine Damen, das reicht. Ihr provoziert einen Aufstand. Hier, bitteschön. Ich habe hinten noch ein bisschen Amaranthmehl gefunden. Das sollte genug für euch beide sein. Schön zu hören, Sam. Wusste ich doch, dass ich mich immer auf dich verlassen kann. Dann nehme ich eine Tüte voll mit diesem Mehl. Ich weiß jetzt zwar nicht, was mir diese Sequenz sagen soll, außer dass die sich anscheinend nicht leiden können, weil sie jeder denkt, er sei selbst was Besseres und der andere halt was Schlechteres durch, keine Ahnung, Unkraut, Snob, bla bla bla. Naja, hallo! Frühlingsregen habe ich am allerliebsten. Dadurch wird es vielleicht ein bisschen schlammig auf der Farm, aber das ist es wert, wenn ich sehe, wie danach alles wieder frisch ist und funkelt. Okay. Kann man so sehen, natürlich, klar. Ich wollte nur mal gucken. Vier Tage. Und natürlich kann man es nicht selbst machen. Okay. Die verkaufe ich nicht. Ich möchte nur eine verkaufen. Nein!
wollte nur eine. Fuck off. So. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt schon sehr viel Geld für das nächste Dünger. Kann ich den nicht selber herstellen? Ich kaufe trotzdem mal ein paar. Bam. 10 Stück. Zucker, Weizenmehl, Brot. Nee. Was wir jetzt machen, ist aber auf jeden Fall in die Schmiede gehen. Was sind eigentlich unsere Quests? Und warum kann ich es? So, Beziehung. Irgendeine Beziehung hat sich verbessert. Hier fehlt immer noch einer. Es fehlen sowieso noch ein paar. Stadtbewertung. Ach ja, die müssen wir ja auch noch aufwerten. Der Ozean muss. Keine Ahnung, wofür wir hier die Punkte kriegen. Bin ich ganz ehrlich. Museum muss aufgefüllt werden. Stadtbewertung ist dann gesamt. Ne? Glaube ich. Boah, da wieder reinzukommen ist aber auch ätzend hier. Man sollte nicht fast ein Jahr Pause machen von Spielen und dann da direkt wieder anfangen. Aber ich war jetzt auch ehrlich gesagt. Ich jetzt nicht nochmal von vorn anfangen. Helfen Sie Sam, die Abteilung für lokale Produkte im General Store wieder zu beleben, indem Sie Gemüse und Obst in Bronzequalität versenden. Verschicke Bronzequalität Gemüse, verschicke Bronzequalität Obst. Ich baue momentan gar kein Obst an. Erkunde den Ozean. Das Meer ist voller wertvoller Seetang, Meereskreaturen und seltener Fundstücke. Du musst mehr Korallen heilen und deinen Weg von Krankenwurzeln befreien, um diese zu erreichen. Korallen stellen Heilen 19 von 20. Aufnahmeprüfung. Die kleinen Monster sind für dich immer leichter zu bewältigen, doch tief unten in der Mine erwartet dich eine größere zappelige Herausforderung. Besiege sie 20 Feinde. Und Scott glaubt, mit deiner Hilfe kann die Stadt ein vergrößertes Museum auf Kickstarter crowdfunden lassen. Vielleicht möchtest du auch mehr Gegenstände spenden, um dieses Projekt zum Leben zu erwecken. Das Problem ist, man muss so viel. Wie viel gibt es denn? Aber ich glaube, das ist auch absichtlich so, damit man halt über die Jahreszeiten verteilt arbeiten kann. Ich will mir auch hier nicht zu viel Stress machen, ne? Geht hier auch vor allen Dingen um Kautenich. Ich sollte halt auch nicht vergessen werden. Warte. Kleiner Waldsartier-Schmetterling. Der ist neu. Geil. Hätten wir das schon mal geklärt. Schmied. Hallo. Verarbeite Geode oder Koffer. Wir haben hier nämlich ein paar. Abgesplitterter Tonkrug. Rote Maske. Silberner Seetang. Und Hammerstein-Artefakt. Was ist das? Ein C.I. Joe-Artefakt. Okay. Silberner Seetang. Terrakotta-Soldat. Maskeradenmaske. Lehmgefäß. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall einige Gegenstände bekommen. Was können wir erhalten? Fehlende Werkzeuge. Hacke. Inventar voll. Ja, das ist doof. Ich muss mal eben. Aber wir können jetzt für den Sommer definitiv hier die Dings dingsen, ne? Hier ein paar neue ihr wisst schon, Sprinkleranlagen. Das Wort fiel mir nicht ein. So. Wir haben auf jeden Fall viel erreicht. Und darauf können wir richtig stolz sein. So, da haben wir zunächst einmal die C.I. Joe-Figur. Den Hammerstein. Den Terrakotta-Soldaten. Und den kleinen Waldsatyr-Schmetterling. Und wir kriegen hierfür eine Belohnung, und zwar einen Zapfern. Für auch immer wir den Zapfern brauchen. Ach, wahrscheinlich für Harz. Oder Saft. Kriegen wir das nicht automatisch? Naja, egal. Oh, guck mal.
Juni bedeutet ja Pride Month und hier gibt es eine Pride Month Flagge. Wobei wir jetzt mittlerweile Juli haben. Naja. Man kann sie auch länger wehen lassen. So, und ich wollte jetzt mal gucken. Ach ne, die haben wir ja, die sind bei, okay. Werkzeug aufwerten. Okay. Werkzeug aufwerten. Wenn wir unsere Sichel aufwerten, ne? Ich glaube, damit können wir dann... Verbrauchen wir wahrscheinlich weniger Ausdauer und so weiter. Spitzhacke können wir auch irgendwann verbessern. Okay, das ist, glaube ich, das, was ich jetzt nächstes machen möchte. Aber jetzt gehen wir erstmal zurück. 5789. Das hat gerade Geld gekostet, die ganzen Schatztruhen zu öffnen. Ja, war nicht gut. Ich finde es halt so cool, dass das hier alles so offen ist. Es ist nicht so, ja, und hier kommt kurz mal Black Screen. Nichts gegen Saturday. Ich meine, nicht umsonst. Dingsen. Ich sag heute sehr häufig das Wort Dingsen, weil mir die Wörter nicht einfallen. Das ist echt schlimm. Assam-Seiten-Motor haben wir schon. Alles klar. Muss man ja mal wissen. Schwupp. Denn schwuppdiwupp können wir hier nämlich... Dich. Und das verkaufen. Lass mich raten, den können wir da dran packen. Genau. Produziert mit der Zeit Baumsäfte. Ja, cool. Ich wollte jetzt gucken. Dich nehmen wir mit. Das ist zu. Nee, das kann nicht die Truhe sein. Ich hatte wahrscheinlich eine Truhe für. Hier, ne? Für die ganzen Tempeldinger. Aber. Verloren. Wofür habe ich das? Ich habe hier noch eine Rübe! Oh mein Gott! Wie gut bin ich eigentlich? Wie gut bin ich eigentlich? Hm? Ich nehme hier einfach mal ein paar Sachen raus. Wofür brauche ich eigentlich eine Batterie? Morchel. Okay, wir gehen nochmal zum Tempel. Wie gut bin ich eigentlich? Wie gut? So. Nein, den haben wir fertig. Zuckerrohrsamen erhalten. Wo? Ist sicher kein Zuckerrohrsamen. Da bin ich blind. Schaltet das Gewächshaus übrigens frei, was wir hier machen. Oh, da kommen sie. Im Frühling pflanzen, wächst in 5 Tagen und produziert jeden Tag, bringt normale Qualität hervor. Im Frühling! Wie schnell soll man das denn machen? Wir warten mal auf den Sommer. Was wir hier bekommen, weiß ich jetzt nicht. Aber die Ozeandinger müssen wir auch auf jeden Fall irgendwie noch hinkriegen. Weil ich möchte bis zum nächsten Jahr, wenn wir hier das hier gemacht haben, möchte ich das Gewächshaus haben. Das ärgert mich immer noch so, dass wir den hier weggegeben haben. Und die haben wir gar nicht frei, ne? Oh, doch. Warte, das ist jetzt neu dazugekommen. Okay.
Einfaches Kochen müssen wir doch machen. Eier, okay. Scheunentiere, okay. Ja, wie gesagt, wir hetzen uns jetzt nicht. Wir machen hier keinen Rush. So, oh, wir müssen das so schnell wie möglich machen. Aber dass man das einfach im Auge behält. Bis auf die hier, weil die sind halt auch relativ einfach. Das ist so wie bei beim Community Center. Hier dieses erste Feld, wo es halt wirklich nur darum ging, sammel die Standard-Obst- und Gemüsesachen im Frühling, Herbst. Nee, da gab es aber diese Holz-, Stein- und so weiter Sachen, ne? Muss halt sehr viel sammeln. Dann gab es Frühlingsgeerntetes, Sommergeerntetes, Herbstgeerntetes, Wintergeerntetes. Und dann nochmal ein Feld so. Mit, nee, gar nicht, warte mal. Und dann gab es ja auch nochmal so ein Ding, wo Sommer, Frühling, Herbst und Winter diese sammelbaren Sachen, so wie hier Narzissen und so weiter, wie hießen die auch immer, ne? Max, du weißt das doch gerade. Du spielst es doch gerade. Welche Sachen findet man da immer? Ey, der ist so schnell. Oder bemerkt einen so schnell. Die bemerken. Boah, what the heck? Muss man sich da leveln? Kann man sich da leveln? Lass mich mal eben gucken. Man kann sich da leveln. Warte, was? Oh, ich kann hier Punkte vergeben. Habe ich gerade gemacht. Hier, ein verfügbarer Punkt. Chance, doppelt so viele Erze schürfen zu können. Chance, umgebende Steine beim Schürfen zu zerbrechen, erhöht die Chance, Geon zu finden. Naja, wenn die Chance 0,5% ist, bei einer 100% Stellung wären es dann 1%. Machen wir das. Yay. Tier? Tauchen. Chance, doppelt so viele Seetang zu ernten. Chance, Müll seltene Ressourcen zu finden. Für die Chance, Artefakte zu finden. Ich meine, wir sind hier auch schon relativ weit. Beim Bergbau sollten wir dann aber mal wieder, ne? Hier sind wir schon fast Level 3 und hier sind wir Anfang Level 2. Und Tierzucht. Angeln. Angeln sind wir richtig schlecht. Tierzucht müssen wir nochmal hinkriegen. Warte mal. Ich meine, wir haben jetzt 5700. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wer uns für die Tierzucht hier helfen kann. Der hier müsste... Aber vorher müsste ich hier beim Schreiner wahrscheinlich mir ein Dings suchen. Also ne, so einen Stall. Und ich glaube, am Anfang ist dann am besten... Ich weiß gar nicht, wo ich hier lang laufe. Es tut mir leid. Am Anfang wäre dann, glaube ich, am besten so ein Hühnerstall mäßig. Das ist jetzt eine reine Vermutung, weil es bei Stardew Valley so war, ehrlich gesagt. Wo bin ich? Falsch. Nee, richtig. Ups. Muss ich hier hin? Hallo. Warte, ich wollte gerade sagen, du gehörst nicht hier zu, oder? Warte, nochmal, warte. Ich habe ein Geschenk für dich. Stopp. Mein Freund hier. Reden erstmal. Kannst du es fassen, dass der Frühling fast vorbei ist? Er ist wirklich wie im Flug vergangen, nicht wahr? Naja, dreiviertel Jahr haben wir jetzt gebraucht. Ich würde nicht sagen, dass der wie im Flug vergangen ist. Es war echt schön, so viel Zeit im Freien zu verbringen. Ich mag den Sommer auch, aber der Frühling ist meine Lieblingsjahreszeit. True. Ich sag ja, immer noch Beste. Ich würde ja gerne plaudern, aber ich will nicht, dass du hier raus im Regen stehst. Naja, ich klatsch dich ja die ganze Zeit an. Hier, Pfingstrose für dich. Hey, danke, dass du an mich gedacht hast. Hey, kein Ding für den King. Und jetzt mal zu den Charakteren hier. Wie viel hast du? Immer noch nur 0. Ich müsste mal... Ich glaube, ich habe sogar schon mal eine Rangliste gemacht, ne? Ich habe keine Bock, keine Ahnung, aber ich habe wieder Bock, mal solche Ranglisten zu machen. Tierlists. Oh, jetzt bin ich da raus. Sorry. Da müssen natürlich auch coole bei sein. Das ist es halt. Hallo. Ding, ding, ding. Schreiner.
So, Hühnerstall 2000 Scheune, beherbergt 4 Scheuntiere, 3000 Stall, 15.000. Das Problem ist, es kommen noch viel mehr dazu. Wir brauchen noch 100 Holz, wir brauchen 50 Steine, wir brauchen 5 Bohrzumbangen, wir brauchen 10 Fasern. Oh, das ist machbar. Und hier dasselbe? So, was sollen wir denn als erstes machen? Die 4 Tiere, wir machen die Tiere im Hühnerstall, ehrlich gesagt. Dann haben wir noch ein bisschen Cash for the goods. Wir bereiten das alles einfach jetzt mal ein bisschen vor, ne? Weil die, Hühner und so weiter sind wahrscheinlich auch in der Anschaffung billiger. Dann ist das im Gesamten auch billiger. Die Frage ist natürlich, wo möchte ich dann den Hühnerstall hinpacken? Am besten wäre ja hier irgendwo. Also, let's go! Eigentlich voll dumm, dass es regnet und ich war nicht in der Mine oder tauchen. Dann machen wir hier ein bisschen wirklich Gartenarbeit mäßig. Okay. So. Es wird es denn schon dunkel? Wisst ihr, was auch richtig cool wäre? Wenn es hier so wirklich jahreszeitenabhängig dunkel wird. So 17 Uhr wird es im Winter dunkel. 18, 19 Uhr wird es im... 18 Uhr im Herbst. 20 Uhr im Frühling und 22 Uhr im Sommer. Das ist ja realistisch. Jetzt haben wir 21 Uhr und 20 Uhr Frühling im Sommer, ne? Und 17, 18 Uhr Winter. Wäre voll cool irgendwie. Keine Ahnung. Ich würde es aber feiern. So, packen wir dich mal da rein. Brauchen wir ja nicht. Ah, da, da. Und da. Und da. Dann. Hier. 5. Sag mal, 15. So. Wie viel macht der nochmal? Okay. Okay. Ja, ich möchte hier das eben schnell fertig haben. Angeln hätten wir auch mal können. Ne? Eigentlich so viele Dinge, die wir hätten tun können. Boah, das Geräusch ist ja auch voll cool. Es ist... Also ich mag es auf jeden Fall. Es ist... Es hat nicht... Sind wir ganz ehrlich, das Geräusch von Stardew Valley, das ist schon... Das sucht seinesgleichen, meiner Meinung nach. Habe ich wieder zu viel? Tatsächlich. Krass. Die Kartoffel kann auch schon verkauft werden. Mensch. Ja. Mhm. Ich meine, den Dünger und so weiter hätte man auch mal hier so reinpacken können. Ich muss hier Ordnung schaffen. Ganz ehrlich, ich habe hier komplett den Überblick verloren. Bronzeerz. Kann ich das? Schmelzofen. Verwende 5 Erze und eine Kohle. Brennofen. Damit wird Holz zu Holzkohle, Schrott zu Glas und Stein zu Glas. Okay. So. Dann haben wir auch wieder Kohle. Wahrscheinlich haben wir hier Kohle irgendwo. Und ich sehe es einfach nicht. 16 Stück. Weil clever. Weil ich so clever bin. Weil ich so clever bin. Haben wir noch Steine eigentlich? Ist das ein zähes Fleisch? Wofür brauche ich das? Wir brauchen auf jeden Fall... mehr Bronzebarren. Wir müssen definitiv in die Mine gehen. Das heißt... nur ein Bronzebarren. Warum haben wir nur ein Bronzebarren? Uff. No. Würde ich einfach nur hier hinpacken. Okay.
Unglaublich. Naja, ich wollte ja hier sowieso erstmal weiterbauen. Also unglaublich, dass ich das wirklich so gelegt habe, dass ich wirklich alle Vogelscheuchen noch brauche. Guck mal, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wir haben Heu gefunden. Ich weiß gar nicht, warum ich hier Platz mache, weil wir haben ja sowieso nicht genug Bronze. So. Würde ich das hier so machen? Der kommt noch weg. Ups. Und dann wären wir soweit. Tatsächlich. Würde ich hier den Hühnerstall machen. So. So. Oh, ich habe hier noch. Was mache ich denn mit den 8 Zuckerrohrsamen? Mann, ey. Ach. Ich glaube, ich kann pennen. Morgen wird es wahrscheinlich nicht regnen, aber das Gute ist, wir haben sowieso nicht mehr so viel. Oh, wir sind hochgestuft worden. Wir können den Holzzaun, das Holztor, die Holzbodenplatte machen. Geil. Macht schon mal sehr viel Sinn.